Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten FIFA 17 Spieler-Update-Video mit Martin Ødegaard. Und ja, Freunde, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, Freunde, hat sich Martin Ødegaard direkt nach der ersten Saison hier 10-mal entwickelt. Richtig nice. So muss es auf jeden Fall sein. Wir sind aber nur Dritter geworden in der Liga. Sogar Sevilla ist hier Zweiter geworden, ne? Sevilla, Alter, das ist krank auf jeden Fall. Atletico Madrid nur Vierter hier, Villarreal Fünfter, Sechster, Valencia hier. Top-Torjäger war bei uns hier Cristiano Ronaldo, wie es aussieht, ne? Hier auf dem sechsten Platz mit 14 Toren. Ich bin mal gespannt, wie Martin Ødegaard sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall hier sich entwickeln wird. Da sind bestimmt auf jeden Fall alle gespannt hier. Und auf jeden Fall, wir schauen mal hier kurz die gesamte Mannschaft erstmal. Das ist natürlich auch sehr spannend, finde ich hier. Unter anderem Spieler wie Cavral, die sich richtig krass entwickelt haben. Hier Varane automatisch natürlich auch. Und ist eigentlich Flitzer? Nee, ne? Nee, ist doch kein Flitzer. Okay, wegen Antritt, ne? Sein Antritt ist noch, ja, viel zu langsam. Die 78 Antritt ist noch viel zu wenig. Da muss er sich auf jeden Fall noch ein bisschen steigern, um irgendwie diese Spezialität Flitzer zu kriegen, ne? Da muss auf jeden Fall noch einiges her, mein Junge, einiges. Und ja, hier Toni Kroos, 89er Gesamtbewertung, die kennt man eigentlich alle hier. Und der Name ist noch Rodriguez, vielleicht haben wir auch mal mit ihm mal ein Update-Video hier raus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, mit wem ich mal als nächstes hier ein Update-Video raushauen soll. Und ja, so, machen wir weiter. Wo ist denn jetzt hier der Ødegaard? Ronaldo geht hier auch runter, wie ihr seht. Oha, da hat auch eine krasse Saison gespielt hier, muss man sagen. Für sein Alter hier, 32 Jahre alt, ist eine ganz gute Saison, muss man so gesagt haben, ne? Für sein Alter hier. Wir schauen mal weiter. Wo ist der Martin zum Ødegaard, mein Junge? Wo bist du? Wetten, ich habe den gerade verpasst. Ich bin so dumm und habe ihn verpasst. Ich glaube ja, oder? Ne, da ist er doch. Martin Ødegaard hier 10-mal entwickelt. Guckt euch das mal an, Alter. Lange Pässe plus 22, Manndeckung plus 29. Okay, in der Abwehr ist es jetzt nicht so heftig, dass man sich 29 Mal entwickelt. Aber bei Fernschüssen ist es ganz schön krass eigentlich. Wenn man sich 23 Mal entwickelt, Ballkontrolle plus 10. Also bei einigen Werten hat er sich krank entwickelt hier. Übersicht plus 13, Stellungsspiel plus 19. Ach du heilige Maria, Ausdauer plus 8 finde ich auch ganz gut hier. Und ja, erstmal, ja, okay, er ist schon mal Dribbler, schon mal gut. Mit 18 Jahren schon mal Dribbler zu sein, ist nicht schlecht hier. Mit 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skills, 1,75 groß einfach hier. Kann auch im rechten und im zentralen Mittelfeld hier spielen, finde ich mega nice. Hier Dribbling 90, also da wird, ja, Flitzer glaube ich eher nicht mehr, wegen seiner Sprintgeschwindigkeit hier nur 64. Aber vielleicht geht das irgendwie in einer Saison hier auf plus 20 hoch, kann natürlich auch sein, aber was ich eher natürlich nicht glaube. Wir schauen uns mal die gesamten Trikotverkäufe hier an, bestimmt Ronaldo auf dem ersten Platz, denke ich mal. Oh, wir haben auch mega viel Kohle, ne? Hier Vereinswert 2,89 Milliarden und meistverkaufte Trikots, ja, auf dem ersten Platz, wer sonst? Cristiano zum Ronaldo hier, zweiter James Rodriguez, dritter Gareth Bale und gesamte Trikotverkäufe in der ersten Saison 5,4 Millionen, Wocheneinnahmen 1,22 Millionen und Merchandising-Einnahmen dieser gesamten Saison 270 Millionen. Und ja, krasse Saison auf jeden Fall. Ja, nicht nur, ja, okay, wir sind nur Dritter geworden. Dann geht auf jeden Fall besser in den nächsten Jahren hoffentlich. Und ja, würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder im Jahr 2018. Bis gleich. Neues Jahr, neues Glück. Da sind wir auch schon wieder hier im Jahr 2018 auf jeden Fall. Varane schon wieder zweimal entwickelt, ne? Krass, Alter. Entwickelt sich einfach automatisch und krass. Also mit Varane müssen wir, glaube ich, auch mal ein Update-Video raus. Und allein schon mit vielen, ja, mit wie vielen Realspielern wir das machen können, ne? Rames hier, also James Rodriguez, Morata vielleicht auch noch hier, Morata, Kovacic könnte man auch was raushauen auf jeden Fall, Casemiro eventuell, Isco zum Beispiel auch, also wir haben auf jeden Fall einiges vor uns hier mit den Spielern, also da kommen auf jeden Fall noch einige Spieler auf euch zu, wollte ich nur mal so gesagt haben. Und ja, wusste ihr, der Ødegaard, der müsste gleich kommen, ne? Ja, da ist der Ødegaard schon mit einer 85er Gesamtbewertung hier, hat sich 5-mal entwickelt in dieser gesamten Saison, eigentlich eine ganz gute Saison hier, muss man sagen, 16 Spiele, 7 Tore, eine Vorlage für seine Gesamtbewertung, ja, okay, seine Gesamtbewertung, ja, für sein Alter, sagen wir mal, ist das krass, für sein Alter ist das nicht schlecht, aber hat er schon eine 85er Gesamtbewertung, also, eieiei, der Typ geht auf jeden Fall langsam hier ab, also, der hat schon drei Spezialitäten nach der zweiten Saison hier, Dribbler, Akrobat, eiskalter Torjäger schon, also Abschluss 88, oha. Also ihr wisst auf jeden Fall, Hashtag Nonazi in die Kommentare hier. Und Dribbling hier 95, lange Pässe 91, Fernschüsse 86. Also der Typ kommt langsam hier, muss man sagen. Mit 19 Jahren eine 85er Gesamtbewertung. Also da geht auf jeden Fall noch einiges in den nächsten Jahren, hoffen wir mal. Aber da wird er locker eine 90er erreichen. Also ich glaube schon vielleicht sogar nächstes Jahr vielleicht so. Ja, nächstes Jahr vielleicht 88, 89, aber eine 90 wird auf jeden Fall drin sein. Ich wollte schon sagen 99er, Alter. Aber mindestens eine 90 wird er am Ende auf jeden Fall erreichen. Wir haben aber noch 2 Jahre vor uns hier. Also wir haben auf jeden Fall noch einiges vor uns. Stimmt, mit dem Typen könnte man auch noch ein Update-Video raushauen. Das ist krank, damit wie man alles hier ein Update-Video raushauen könnte. Hier allein schon mit Real Madrid, wie viele Spieler da einfach ja, zur Verfügung gestellt wurde, kann man mal einfach sagen. Ne? Das ist krass einfach. Und diese Saison sind wir leider nur Vierter geworden in dieser Saison. Mega scheiße, muss man so gesagt haben. Also ganz trocken einfach scheiße, muss man sagen. Nur Vierter zu werden. Barca Erster, Sevilla Zweiter, Dritter Atletico. Sogar Atletico ist diese Saison wieder vor uns. Und Sevilla wieder Zweiter und Barca wieder Erster, Alter.
und wir nur auf dem 4. Platz. Das ist natürlich nicht so toll. Warte mal, wir schauen das mal kurz. Warte mal. Oha, wir haben voll viel Gehaltsbudget, sehe ich gerade. Wie viel hätten wir zum Transfers abschließen hier? Oha! Alter, über 200 Millionen. Das ist ja ganz schön viel. Aber wir sind ja auch in Real Madrid, muss man sagen, hier. Und Vereinswert 3,16 Milliarden. Ist wieder gestiegen, glaube ich. Ne? Also letzte Saison war, glaube ich, 2,90 Milliarden oder so. Und jetzt 3,16. Wir schauen mal weiter hier. Transaktionen bzw. Trikotverkäufe und so weiter. Meistverkaufte Trikots, diesmal auf dem 1. Platz. Gareth Bale, 2. Ramos Rodriguez und Ødegaard sogar jetzt mal unter den Top 3. Hätte ich nicht gedacht. Gesamte Trikotverkäufe hier 5,6 Millionen um 200.000 oder so gestiegen. Oder 500.000, weiß ich jetzt nicht. Wocheneinnahmen 1,36 Millionen. Und Merchandising-Einnahmen in dieser Saison hier 283 Millionen. Also es läuft ziemlich gut hier mit der Mannschaft. Beziehungsweise, ja, Vierter zu werden ist jetzt nicht optimal, sagen wir es so. Aber ich hoffe, ja, dass wir dieses Jahr vielleicht mal Erster werden oder so. Mit mal Zeit hier mit Real Madrid Erster zu werden auf jeden Fall. Und Ødegaard wird locker noch eine 90er erreichen. Das könnt ihr mir glauben, Jungs. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder im Jahr 2019. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder im Jahr 2019, Freunde. Und ja, Freunde, wie im Hintergrund schon sehen können, Freunde, geht Pepe einfach um 4 Gesamtbewertungen runter. Richtig krank einfach, wie langsam der Typ auch ist, ne? Nur eine 42 bei Sprintgeschwindigkeit. Einfach richtig langsam, aber er ist auch schon 36 Jahre alt. Richtig krank. Marcelo und so gehen auch runter. Warte mal, ich zeig's euch mal kurz. Oh, Kovacic geht hier hoch. 87er hier. Casemiro 88er. Warte mal, schau mal weiter. Benzema geht auch runter, ne, oder? Ja, Gareth Bale. Auch mit 29 Jahren geht er schon runter, der Gareth Bale. What? Hier, der Ramos geht hoch. Warte mal, war der verletzt? Nee, sieht nicht danach aus. Ja, aber eine ganz gute Saison gespielt, der Gareth Bale. Ramos Rodriguez ist hier anscheinend unzufrieden, der James Rodriguez. Also, ich weiß auch nicht, was da los ist. Bestimmt zu wenig Gehalt oder so. Irgendwie sowas. Hier, Modric geht runter. Marcelo geht runter. Modric sogar 3, Alter. Minus 3. Sergio Ramos minus 2. Und der geht natürlich wieder hoch, ey. War klar. War ja klar. Die beiden sind geblieben, wie es aussieht hier. Und ja, die meisten interessieren sich, ja, das ist ja klar, die meisten interessieren sich jetzt hier für den Martin zu dem Ødegaard. Ihr wisst Bescheid, Alter. Was hat der für eine Gesamtbewertung? Das ist jetzt die Frage. Auf jeden Fall, Freunde, Martin Ødegaard hat eine 95er Gesamtbewertung. Spaß, Alter, eine 90er natürlich. Ich habe schon 95er gesagt. Alles klar, auf jeden Fall wahrscheinlich 95, oder? Eine 90er Gesamtbewertung hier hat sich 5-mal entwickelt. 99 Dribbling, Alter. Also, der Typ, der geht einfach ab, muss man sagen. Also, hat immer noch die 3 Spezialitäten. Mal sehen, ob das sich das ändern wird in den nächsten Jahren hier. Beziehungsweise im nächsten Jahr, im letzten Jahr auch. Also, ich glaube, der wird sich, denke ich mal, so 2-mal entwickeln im letzten Jahr oder 4-mal. Mal schauen. 2 bis 4-mal, tippe ich so. Hat sich ja wieder 5-mal entwickelt. Krank auf jeden Fall, muss man so gesagt haben. Also, eine 90er Gesamtbewertung hat er schon diese Saison erreicht. Finde ich nice. Ich glaube, so eine 94er wird nächste Saison so drin sein, oder? 94er, 92er, vielleicht 93er. Schauen wir mal einfach weiter. Also, hat in 55 Spielen 27 Treffer gemacht und 11 Tore vorbereitet, also 27 Treffer geschossen, also das ist nicht schlecht auf jeden Fall, 76 Millionen wert, jetzt schon einer der besten Spieler der Welt, wie ihr da oben schon rechts sehen, ja, lesen könnt eigentlich schon, einer der besten der Welt, richtig crank auf jeden Fall, der Marco, Alter, der Marco Asensio, der entwickelt sich auch automatisch immer wieder mal krank, ne, das ist unglaublich, also den müsst ihr auf jeden Fall auch mal richtig trainieren, weil der ist jetzt hier, das ist jetzt schon Flitzer-Dribbler-Spielmacher, wie Ødegaard an sich fast, ja, okay, Ødegaard ist jetzt hier kein Flitzer oder Spielmacher, aber trotzdem, einfach krank, wie er sich alleine entwickelt, ne? Und ich glaube, sie sind sogar wieder Vierter geworden. Kann das sein? Ja, wieder Vierter einfach, ne? Unglaublich. Sevilla war diesmal vor uns, Villarreal und ebenfalls Barca. So viele Punkte wie im letzten Jahr sogar, ne? Kann sogar sein. Ja, so wie im letzten Jahr, glaube ich, auch 83 Punkte. Kann das sein? Ich weiß gar nicht aus dem Kopf hier. Wer war unser bester Torjäger? Ødegaard sogar mit 15 Toren war unser bester Torjäger hier auf dem 4. Platz, wie ihr seht. An sich kann man sagen, auf dem 2. Kann man eigentlich so sagen. Wir schauen uns mal den Vereinswert und so weiter an. Vereinswert ist wieder gestiegen, wie es aussieht hier, obwohl wir nur wieder Vierter geworden sind. Ist halt so, Jungs. Gesamte Trikotverkäufe 6,1 Millionen wieder gestiegen. Meistverkaufte Trikots, Alter. Richtig krank. Auf dem 1. Platz. In dieser Saison zum ersten Mal Martin Ødegaard, 2. Gareth Bale, 3. Kovacic. Wocheneinnahmen hier durch Trikots 1,39 Millionen. Merchandising-Einnahmen, die 300 Millionen Marke geknackt. Richtig nice. Und gleich das letzte, ja, oh mein Gott, das letzte, ja, ihr wisst Bescheid. Und schreibt mal in die Kommentare auf jeden Fall, mit wem wir noch ein Update-Video machen sollen, beziehungsweise Spieler-Update-Video. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder im letzten Jahr. Bis gleich. Nun, Jungs, das letzte Jahr jetzt, das Jahr 2020. Eieiei, was meint ihr? Was hat Martin Ødegaard im letzten Jahr für eine Gesamtbewertung? Also der war ran, der Typ entwickelt sich jedes Mal, ne? Jedes Jahr einfach immer wieder, das ist unglaublich. Von alleine, also der Typ könnte sogar wahrscheinlich eine 99er Gesamtbewertung wirklich erreichen durch Training hier im Jahr 2020. Bis zum Jahr 2020 wird er locker eine 99er, sagen wir mal 97er Gesamtbewertung oder 96er hier. Würde ich ihn ungelogen zutrauen, könnte passieren, aber mal schauen einfach. Vielleicht so 96, 97.
Also mit Training auf jeden Fall, da wird auf jeden Fall einiges drin sein. Also Sergio Ramos geht hier runter, Marcelo geht wieder runter, Ramos bleibt, also James Rodriguez bleibt hier, Toni Kroos bleibt auch, wie es aussieht. Ja, okay, der geht auch ein bisschen runter, wie ihr seht, aber von der Gesamtbewertung bisher nicht. Und ja, diese Spieler an sich, die gehen, ja, nur hier Varane geht hoch von denen. Ja, na, stimmt, Alter, von den ersten 6 Spielern hier geht höchstwahrscheinlich, ja, nur Varane hier hoch, wie ihr seht. Also nur Varane ein bisschen traurig, aber ja, wir schauen einfach mal weiter jetzt hier. Also was hat Martin Ødegaard für eine Gesamtbewertung im letzten Jahr, beziehungsweise im Jahr 2020? Martin Ødegaard hat eine Gesamtbewertung von 93, Jungs, 103 Millionen wird einfach, Alter, die 100er Millionen Marke hier geknackt, einfach so muss es sein. Richtig nice, also hat noch hier ein paar Spezialitäten dazu bekommen, muss man sagen. Wie viel hat er dazu bekommen? Alter, 3, ne? Also hier mit kompletter Mittelfeldspieler, Akrobat, glaube ich, nee, Freistoß-Spezialist ist neu, ne? Spielmacher war aber auch noch nicht. Ich glaube, letzte Saison war das so, Dribbler, Akrobat und eiskalter Torjäger. Freistoß, ja, Freistoß-Spezialität hat er dazu bekommen, also Freistoß-Spezialität ist neu, Spielmacher ist neu und kompletter Mittelfeldspieler ist neu. Also 3 sind neu auf jeden Fall, ne? Oder bin ich behindert gerade? Ja, 3 sind neu, auf jeden Fall. 3 neue Spezialitäten. Ja, richtig kranker Typ, Alter. Im letzten Jahr noch 3 neue Spezialitäten dazu bekommen, glaube ich. Und das ist einfach unglaublich. 99 Dribbling, 98 Abschluss, 99 lange Pässe, 89 kurzer Pass. Hier, also einfach nur krank. Fernschüsse 97 mit 21 Jahren, Alter. Dribbler, Spielmacher, Freistoßspezialist, Akrobat, eiskalter Torjäger, kompletter Mittelfeldspieler. Eiskalter Torjäger sowieso krank eigentlich, ne? Für zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Guckt euch mal diese Saison an, Alter. 63 Spiele, 30 Tore und 8 Vorlagen. In der Liga 21 Tore geschossen. Also schafft das erstmal hier als zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Ich glaube, sogar unser bester Torjäger in dieser Saison. Wir haben uns auch noch Neymar dazu geholt. Richtig nice, Alter. Hat mich schon nochmal die Trikotverkäufer hier mega angekurbelt, hoffentlich. Also müssen wir, ja, ich glaube, wir haben dieses Jahr auf jeden Fall einen riesen Gewinn gemacht mit den Trikotverkäufen. Bestimmt, glaube ich zumindest. Also Neymar natürlich auch ein kranker Typ hier. Neymar einfach in Real Madrid hier. Beziehungsweise bei Real Madrid, richtig krass, 46 Spiele, 20 Tore, 9 Vorlagen hier, auch ein kranker Typ, muss man sagen, aber, oh, sorry Jungs, hab mich verschluckt hier, Martin Ødegaard noch ein Stück kranker, ne, also von den Spielen her war besser auf jeden Fall der Ødegaard, aber hat auch 20 Spiele mehr fast, ne, der Ødegaard, hat auch fast 20 Spiele mehr, ihr könnt euch nochmal die anderen Spieler hier reinpfeifen, sagen wir es einfach mal so hier. Auch andere talentierte Spieler gibt es ja natürlich auch, mit dem wir bestimmt auch bald ein Update-Video hier raushauen werden, Alter, der ist auch nicht schlecht, ne. Da entdeckt man einfach unentdeckte Talente, die ich bisher noch gar nicht kannte, richtig hier. Vor allem Asensio ist krass. Den kann ich aber vorher aber trotzdem, Alter. Mit dem müssen wir auf jeden Fall mal ein Update-Video raus. Und ein Spieler-Update-Video mit Asensio muss einfach sein, Alter. Der Typ ist nicht mehr normal hier, ne? Also der sich alleine schon entwickelt hier, Alter. Mit Training will ich gar nicht wissen, was da alles geht. Also erster, guck mal, erster Platz sogar einmal geworden hier. Einmal im Jahr, Freunde. Ihr wisst Bescheid, ja, einmal in den 4 Jahren hier. Richtig krank. Hier Ødegaard. Ja, Varnut, was? Correa schießt einfach 27 Tore in dieser Saison und Villarreal ist auf dem 3. Platz gelandet. Einfach diese Saison, wo Ødegaard seine beste Saison spielt hier, macht Correa einfach 27 Tore. Alles klar, Alter. Ødegaard, 21 Tore sind schon viel, aber Correa übertrifft ja alles hier mit 27 Toren. Neymar nochmal auf dem 3. Platz hier. Ey, das ist voll traurig jetzt hier, Alter. Ich dachte, Ødegaard ist jetzt Top-Torjäger, aber nein, da kommt dieser Correa mit 27 Toren, Alter. Vereinswert, glaube ich, auch nochmal wieder gestiegen hier. 3,53 Milliarden. Und jetzt bin ich mal auf die Trikotverkäufe gespannt, Alter. Ihr bestimmt auch, Freunde. Trikotverkäufe. Ich bin gespannt, wie viele Trikots wir dieses Jahr verkauft haben. Bestimmt 6 Millionen wieder. Ungefähr. Und wir haben 6,3 Millionen Trikots verkauft. Richtig krass. Meistverkaufte Trikots auf dem 1. Platz. Ødegaard hier. 2. Neymar. 3. Rodriguez. Wocheneinnahmen 1,56 Millionen. Und Merchandising-Einnahmen wieder gestiegen auf jeden Fall. 319 Millionen. Letztes Jahr war, glaube ich, 306 Millionen. Und gesamte Trikotverkäufe sind fast um, ja, ich glaube, 200.000 sogar gestiegen, ne? 2 bis 300.000 sind gestiegen hier. Letzte Saison haben wir 6,1 Millionen Trikots verkauft und jetzt 6,3. Also fast auch 6,4 kann man sagen. Also auf jeden Fall eine mega nice, ja, Karriere hier, beziehungsweise ein mega nice Spieler-Update. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, mit wem wir als nächstes ein Spieler-Update-Video raushauen sollen. Also übermorgen kommt ja das nächste Spieler-Update-Video um 15 Uhr, ihr wisst Bescheid. Und dann wieder Freitag, glaube ich, ne? Ja, wieder Freitag, wenn ich mich nicht höre. Donnerstag, Freitag und dann Samstag, Sonntag. Ihr wisst Bescheid, Jungs. Und ja, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, Freunde, macht einfach nichts. Bis zum nächsten Mal. Heute kommt noch um 17 Uhr GTA 5 Online, nur so zur Info hier. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.